Liebe Optionshändler, wir treffen uns heute für einen allumfassenden, nicht allumfassenden, aber sehr umfassenden Überblick über Optionen. Ich spreche über grundlegende Begriffe, über die Grundpositionen, über die Griechen und über Strategien. Es ist quasi eine Art Zusammenfassung von dem, was wir in den letzten Wochen gemacht haben. Die PDF heute hat 69 Seiten. Ich schicke Ihnen das ganze Material dann auch noch per E-Mail zu, wie auch die Videoaufzeichnung. Rechtlicher Hinweis, dieses Webinar dient ausschließlich Coaching-Zwecken und spiegelt meine subjektive Meinung wider. Die Hinweise hier sollten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen betrachtet werden. Der Optionshandel ist mit hohen Risiken behaftet. Nur Risikokapital, auf das verzichtet werden kann, sollte für Optionsspekulationen verwendet werden. Dieses Webinar wird ermöglicht von mein-zertifikat.de von Tobel. Von Tobel ist Sponsor dieser Webinarreihe. Die haben auf mein-zertifikat.de eine innovative Plattform ins Leben gerufen, auf der man selber Zertifikate nach den eigenen Vorstellungen emittieren kann. Ich werde am Freitag, ursprünglich war das gestern Morgen angesetzt, aber morgen ist ein Feiertag. Ich werde am Freitag in einem Abschlusswebinar dann noch eine Live-Emission starten und die dann danach auch kaufen. Ich emittiere quasi ein Zertifikat nach meinen Vorstellungen auf eine Aktie und gehe dann danach long. Und wie das alles funktioniert, wie man diese Plattform in der Praxis perfekt selber einsetzen kann, das zeige ich Ihnen dann noch am Freitag. Was ist eine Option? Eine Option bezeichnet in der Wirtschaft ein Recht, eine bestimmte Sache zu einem späteren Zeitpunkt und zu einem vorab vereinbarten Preis zu kaufen oder verkaufen. Denken Sie an einen Landwirt, der baut Getreide an im Frühjahr, hat irgendwann im Spätsommer die Ernte. Und ein Landwirt hat zum Beispiel die Möglichkeit, dass er seine Ernte, die er erwartet, vorab verkaufen kann. Warum? Um zum Beispiel Sicherheit zu haben über die Preise, weil wenn er seine Saat ausbringt im Frühjahr, richtet, orientiert er sich bei dem Volumen, das er anpflanzt, vermutlich an den Terminmärkten. Es handelt sich bei Optionen, wenn ich eine kaufe, ausdrücklich um ein Recht. Und nicht um eine Pflicht. Ich kaufe mit einer Option mir ein Recht. Der Verkäufer der Option, der geht eine Pflicht ein. Aber der Optionsinhaber, der kann einseitig entscheiden, ob er sein Recht ausübt oder ob er die Option verfallen lässt. Das beste Beispiel für ein Optionsgeschäft stammt von Warren Buffett, der sich gerne mal als Stillhalter betätigte, um Optionsprämien zu kassieren. Ich habe dieses Beispiel in den letzten Wochen ja schon oft erwähnt. Nehmen wir an, ich möchte in Coca-Cola investieren und zwar zu einem Preis von 35 US-Dollar, weil ich eben der Meinung bin, dass nach meiner Fundamentalanalyse die Aktie von Coca-Cola diese 35 US-Dollar wert ist. Wenn Coca-Cola jetzt aber bei 39 US-Dollar steht, kann ich zum einen natürlich erst einmal gar nichts machen. Ich will zu 35 US-Dollar rein, sie steht bei 39 US-Dollar und ich mache gar nichts. Die andere Möglichkeit ist, ich verkaufe Put-Optionen mit einem Strike-Preis von 35 US-Dollar. Zu diesem Ausübungspreis der Option möchte ich die Aktie auch kaufen. Für diese Verpflichtung, die ich eingehe, dass ich die Coca-Cola-Aktie bereit sein werde, zu 35 US-Dollar jemanden anders abzukaufen, kassiere ich Geld, kassiere ich eine Prämie. Und für Warren Buffett war das ein guter Deal, weil er hat gedacht, wenn Coca-Cola unter 35 US-Dollar fällt, dann kaufe ich die Aktie eh gerne. Das heißt, ich kann auch mir an Optionsmärkten die Verpflichtung aufbürden lassen, die Coca-Cola-Aktie zu 35 US-Dollar zu kaufen. Wenn die Coca-Cola-Aktie aber steigt oder sich nicht verändert im Kurs, dann gehört die Prämie am Ende vom Tag mir. Und hier ist die Strategie, und das ist eine Short-Put-Strategie, wie ich mir zum Beispiel die Wartezeit
auf eine Investmentposition, in die ich unbedingt rein will, noch ein bisschen vergolden lassen kann. Solche Short-Puts machen vor allem dann Sinn, wenn die Volatilität gerade hoch ist, wenn die Optionsprämien hoch sind. Weil dann ist die Prämie, die verdient werden kann, wirklich auch in einem ordentlichen Bereich. Optionen haben viele Vorteile. Sie geben uns einen Finanzierungsvorteil. Ich brauche weniger Kapitaleinsatz, um ein Kursszenario abzubilden. Wir haben jetzt ja bei uns im Options-Trading-Room auch schon ganz viele Beispiele gehabt. Ich kann hier zum Beispiel, wenn ich von einem Long-Szenario eingehe, wenn ich die Intel-Aktie kaufe, dann 1000 Stück bin ich sofort, 100 Stück bin ich sofort 5000 US-Dollar los. Über Optionen kann ich von einem Szenario, von dem ich ausgehe, mit weniger Kapitaleinsatz profitieren. Und das ist ein Vorteil. Als Stillhalter haben wir den Vorteil, dass 70% aller Optionen wertlos verfallen. Optionen haben einen Zeitwert und je weiter die Zeit voranschreitet, Tag für Tag, verlieren Optionen an Wert. Wenn wir uns als Stillhalter betätigen und die Verpflichtung und eine Verpflichtung eingehen, wir verkaufen eine Option, profitieren wir von dem wertlosen Verfall der meisten Optionen. Optionen haben den Vorteil, dass ein Handel ohne Stop-Loss möglich ist. Sprich, ich kaufe eine Call-Option, bezahle eine geringe Prämie und das ist mein maximales Risiko. Dieses Risiko ist dann weit geringer, als wenn ich direkt in eine Aktie investieren würde. Und nehmen wir an, es kommt zu einem 20% Down-Gap. Ich habe einen Long Call. Ich kann nie mehr Geld verlieren als die Prämie, die ich für meine Call-Option bezahlt habe. Und darum ermöglichen Optionen, auch wenn es zu heftigen Kurseinbrüchen kommt, auch einen gewissen Kapitalschutz. Optionen geben mir zudem die Möglichkeit, dass ich eine Vielfalt an Handelsszenarien abbilden kann. Ich kann auf steigende Volatilität spekulieren, ich kann auf Trading Ranges spekulieren, ich kann auf starke Bewegungen spekulieren. All diese verschiedenen Erwartungshaltungen kann ich über die Optionsmärkte abbilden. Und darum üben die Optionsmärkte auch für viel Anreiz aus. Stillhaltergeschäfte ermöglichen über das Kassieren der Prämie ein regelmäßiges Einkommen. Grundlegende Begriffe. Eine amerikanische Option und wir handeln eine amerikanische Option kann während der gesamten Laufzeit der Option ausgeübt werden. Darüber hinaus gibt es europäische Optionen und die können nur am Ende der Laufzeit ausgeübt werden. Wenn ich mich als Stillhalter betätige, eine Option verkaufe und damit eine Verpflichtung eingehe, dann sind mir natürlich prinzipiell europäische Optionen lieber. An den Terminmärkten findet meistens ein Barausgleich statt. Das heißt, es wird nicht die Abnahme oder die Lieferung von Aktien verlangt, sondern es findet ein Barausgleich statt. Am Ende der Laufzeit wird dann der innere Wert der Option ausbezahlt. Die Optionsprämie ist der Geldbetrag, den der Optionskäufer pro Einheit des Basiswertes an den Verkäufer bezahlt. Da habe ich jetzt schon oft davon gesprochen, aber hier ist dann die genaue Definition. Ich sage es nochmal. Die Optionsprämie ist der Geldbetrag, den der Optionskäufer pro Einheit des Basiswertes an den Verkäufer bezahlt. Als Stillhalter wird die Person bezeichnet, die eine Option verkauft und dafür die Optionsprämie kassiert. Das meinen wir, wenn wir von einem Stillhalter sprechen. Wichtige Begriffe sind auch noch der Ausübungspreis oder auf Englisch Strike, bezeichnet den Preis, zu dem man den Basiswert am Ausübungstag kaufen oder verkaufen kann. Als innerer Wert einer Option gibt den tatsächlichen Wert an, ohne den Zeitwert. Es ist die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Ausübungspreis.
Sie bekommen diese ganzen Slides ja alle per PDF von mir zugeschickt. Ich glaube, es ist schwierig, hier all dem so schnell zu folgen, aber wir werden das gleich auch an den Auszahlungsdiagrammen viel besser verstehen können. Der Zeitwert ist der Anteil des Optionswertes, der nicht durch den inneren Wert abgedeckt ist. Also wir bezahlen für eine Option mehr, als sie eigentlich wert ist. Und warum tun wir das? Weil eine Option natürlich sehr interessante Hebelwirkungen und Kursszenarien ermöglicht. Dafür sind wir bereit, einen gewissen Preis zu bezahlen. Ein Beispiel, eine Aktie steht bei 50 US-Dollar. Und jetzt kaufe ich eine Call-Option mit einem Strike-Preis von 100 US-Dollar. Das heißt, diese Call-Option hat erst einmal überhaupt keinen Wert. Die Aktie steht bei 50, mein Strike ist bei 100. Erst wenn die Aktie über 100 US-Dollar steigt, hätte diese Option einen inneren Wert. Bei dem Call habe ich das Recht, eine Aktie zu kaufen. Und zwar, ich habe das Recht, die Aktie in diesem Beispiel zu 100 US-Dollar zu kaufen. Wenn die Aktie bei 50 US-Dollar steht und der Strike-Preis bei 100 ist, dann wird diese Call-Option sehr, sehr, sehr günstig sein. Und das ist dann der Zeitwert. Diese Call-Option besteht dann rein aus dem Zeitwert. Sie hat aktuell keinen realen inneren Wert. Die Optionsprämie ist der Geldbetrag, den der Optionskäufer pro Einheit des Basiswertes dem Verkäufer bezahlt. Die Optionsprämie besteht aus dem inneren Wert und dem Zeitwert. Was ein Auszahlungsdiagramm ist, lese ich jetzt nicht vor, das zeige ich gleich direkt an den Auszahlungsdiagrammen. Machen wir uns zunächst klar, dass die Optionsmärkte eigentlich gar nicht so komplex sind, wie man vielleicht am Anfang denkt. Es gibt nur 4 Grundpositionen. Und die ganzen komplizierten Strategien, die man immer hört, Bear Call Spread, Bull Put Spread, Bull Call Spread, Strangle, Straddles, Iron Condors und so weiter. All diese Strategien bestehen aus einer Kombination dieser 4 Grundpositionen. Wenn man eine Option kauft, ich kann einen Long Call machen, dann kaufe ich eine Kaufoption oder ich kann einen Long Put eingehen, dann kaufe ich eine Verkaufsoption. Immer wenn ich einen Long, eine Option kaufe, erwerbe ich ein Recht. Beim Long Call erwerbe ich das Recht, den Basiswert zu dem vorher definierten Ausübungspreis zu kaufen. Bei einem Long Put erwerbe ich das Recht, den Basiswert zu dem vorher definierten Ausübungspreis zu verkaufen. Das Beispiel von Warren Buffett, das wir eingangs kurz erwähnt haben, das war ein Short Put. Warren Buffett ging die Verpflichtung ein, den Basiswert zum vorher definierten Preis abzunehmen. Warren Buffett hat ein Short Put getätigt und hat die Verpflichtung eingegangen, Coca-Cola zu 35 US-Dollar abzunehmen. Die Aktie stand bei 39 US-Dollar. Buffett hatte gesagt, ja, ist doch gut. Wenn ich die zu 35 US-Dollar abnehmen kann, mache ich gerne. So hat Warren Buffett gedacht. Short Put. Das ist diese von Warren Buffett so gerne verwendete Terminmarktoption. Beim Short Call gehe ich die Verpflichtung ein, den Basiswert zum vorher definierten Preis zu liefern. Ein Short Call ist prinzipiell oder kann sehr gefährlich werden, weil das Verlustrisiko geht hier gegen unendlich. Eine Aktie kann theoretisch beliebig weit steigen. Und wenn ich die Verpflichtung eingegangen bin, eine Aktie zu einem vorher definierten Preis zu liefern, dann habe ich theoretisch ein unbegrenztes Risiko. Praktisch kann ich über einen Long Call mir das Risiko deckeln. Würde ich auch machen. Eine schöne Seite ist optionsguide.com. Da gibt es einen Options Strategy Finder, wo man alle möglichen Optionsstrategien sich anzeigen lassen kann mit diesem Auszahlungsdiagramm. Optionsguide.com. Was hinter einem solchen Auszahlungsdiagramm steckt, das möchte ich jetzt erläutern. Ein Auszahlungsdiagramm gibt den Gewinn bzw. den Verlust an,
den ich mit einer Option oder einer Optionsstrategie erziele, wenn der Basiswert einen bestimmten Kurs annimmt. Hier auf der X-Achse sehen wir den Aktienkurs und hier auf der Y-Achse sehe ich meinen Gewinn und meinen Verlust. Für einen Long Call mit Strike-Preis 100 Euro habe ich 10 Euro Prämie bezahlt. Das heißt, Strike-Preis 100, die Aktie steht bei 100, hier ist der Strike-Preis, 10 Euro kostet die Option, dann bin ich 10 Euro im Minus. Und das sagt ein Auszahlungsdiagramm ab. Wenn die Aktie bei 100 Euro steht, bin ich 10 Euro im Minus. Wenn die Aktie bei 80 Euro steht, bin ich auch 10 Euro minus. Wenn die Aktie bei 60 Euro steht, bin ich auch 10 Euro minus. Wenn die Aktie hingegen anfängt zu steigen, habe ich den Break-Even bei 110 erreicht und bei einem Preis von 130 Euro in der Aktie, ich markiere das mal, habe ich einen Gewinn von 20 Euro erzielt. Das ist ein Auszahlungsprofil. Es gibt, wie gesagt, nur 4 Grundpositionen am Optionsmarkt. Und diese 4 Grundpositionen können sich im Kopf ganz einfach ableiten. Fangen Sie an, den Long Call, den müssen Sie sich einprägen. Sie bezahlen eine Optionsprämie, in dem Fall 10 Euro, für das Recht, die Aktie beziehen zu dürfen zu 100. Und je weiter der Aktienkurs steigt, desto höher wird der Gewinn. Wenn Sie sich dieses Auszahlungsprofil des Long Calls eingeprägt haben, kommen Sie ganz einfach auf den Short Call, indem Sie das Auszahlungsprofil an der X-Achse spiegeln. Hier. Ich spiegel das mal bei einem Short Call. Ich gehe Short, das heißt, ich gehe die Verpflichtung ein. Ich gehe die Verpflichtung ein, jemanden anderem die Aktie für 100 Euro zu liefern. Wenn die Aktie sehr weit steigt, wird mein Verlust größer und größer und größer. Wenn die Aktie fällt, kann ich die Optionsprämie vereinnahmen. Also durch Spiegeln an der X-Achse wird aus einem Long Call ein Short Call. Durch Spiegeln am Strike-Preis wird aus einem Long Call ein Long Put. Ja, wenn ich hier spiegele, dann bekomme ich aus dem Auszahlungsprofil des Long Calls das Auszahlungsprofil eines Long Puts. Und wenn ich den Long Put wiederum an der X-Achse spiegele, bin ich beim Auszahlungsprofil eines Short Puts. Machen Sie das im Kopf, dann beherrschen Sie das sehr, sehr schnell. Prägen Sie sich das ein und dann spiegeln Sie diese Auszahlungsdiagramme im Kopf. Wenn Sie das während dem Autofahren 3 oder 4 Mal gemacht haben, an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, dann beherrschen Sie diese Auszahlungsprofile. Beim Long Put gehe ich das Recht ein, eine Aktie verkaufen zu dürfen zu 100. Und dieses Recht wird natürlich dann wertvoll, wenn die Aktie fällt. Die Aktie fällt auf 50 und ich darf zu 100 verkaufen, ist eine tolle Sache. Dann hat mein Long Put einen hohen inneren Wert. Diese Auszahlungsprofile beziehen sich wohlgemerkt immer auf den Zeitpunkt des Verfallstages. Am Verfallstag gelten diese Auszahlungsprofile. Ich habe sie noch in groß eingeblendet. Hier ist jetzt ein Screenshot aus der TBS. Da sehen Sie das Auszahlungsprofil eines Long Calls auch am Verfallstag. Und die durchgezogene Linie, das ist mein Auszahlungsprofil in dem Fall heute, wenn sich heute der Aktienpreis ändert. Und hier ist noch der innere Wert mit dabei. Ich schicke Ihnen die PDF, schauen Sie sich das an. Und jetzt kommen wir zur ersten spannenden Sache. Kommen wir zu den Griechen. Als die Griechen werden in der Optionstheorie Kennzahlen bezeichnet, die helfen,
die Entwicklung von Optionspreisen abzuschätzen. Je nachdem, welcher Einflussfaktor sich ändert, wenn alle anderen Einflussfaktoren konstant bleiben. Ich möchte quasi wissen, wie ändert sich der Preis meiner Option, wenn Zeit verstreicht? Wie wird sich meine Option im Preis verändern, nach 3 Tagen zum Beispiel? Und diese Fragestellungen kann ich mit den Griechen ganz einfach abklären. Es geht bei den Griechen um die Optionsbewertung während der Laufzeit. Weil, wie wir gesehen haben, am Ende der Laufzeit, am Verfallstag, besteht der Optionspreis rein aus dem inneren Wert. Dann ist die Optionsbewertung ganz, ganz einfach. Schwieriger wird es dann während der Laufzeit, wenn die Optionsbewertung, so wissen es, aus innerem Wert und aus dem Zeitwert besteht. Und dafür braucht man die Griechen. Ich bespreche heute die 3 wichtigsten Griechen, die Kennzahlen Delta, Vega und Theta. Der Wert einer Option während der Laufzeit ist sehr schwer zu berechnen. Das erste Mal gelang es 1973, und zwar nicht, ja, vielleicht nicht das erste Mal, aber da, seitdem gibt es eine anerkannte Optionspreistheorie, und zwar von Fisher Black, Myron Scholes und Robert Merton, wurde das Black-Scholes-Modell entwickelt. So sieht diese Formel aus. Und wer es mathematisch mag, man kann, wenn man diese Formel ableitet, nach der Restlaufzeit zum Beispiel, nach der Volatilität, so entstehen die Griechen, so entstehen die griechischen Kennzahlen. Wenn Sie die TWS haben von CapTrader, TraderFox Edition, dann können Sie hier zu jeder Option die verschiedenen Griechen anzeigen lassen. Hier sehe ich zum Beispiel bei Facebook einen Call mit einem Strike-Preis von 100. Wo steht der Strike? Von einem hier 152,50. Hier ist der Strike. Und für diese Option mit Verfallstag 13. April 2018, als ich den Screenshot erstellt habe, kann man hier die ganzen Griechen ablesen. Und jetzt werden wir lernen, was uns diese Kennzahlen sagen. Was sagen uns diese Kennzahlen? Fangen wir mit dem Delta. Die wichtigste Kennzahl. Das Delta ist für mich die wichtigste Kennzahl, weil es ganz einfach angibt, wie stark sich der Optionspreis absolut verändert, wenn der Basiswert um eine Einheit steigt oder fällt. Das ist ja immer interessant zu wissen. Wenn ich zum Beispiel die Lufthansa-Aktie habe und eine Call-Option habe, die bei 1 Euro notiert, dann möchte ich wissen, wie verändert sich der Preis meiner Call-Option, wenn die Lufthansa-Aktie von 26 Euro auf 27 Euro steigt. Und bei einem Delta von 0,5 bedeutet das Folgendes: Die Call-Option würde dann um 0,5 Euro zudecken. Warum? Meine Call-Option notiert bei 1 Euro. 1 Euro mal 0,5 ergibt dann diese 1,50 Euro. Also 1 Euro mal 0,5 plus 1 gleich 1,50 Euro. Also, das Delta gibt an, wie stark sich der Preis meiner Option verändert, wenn der Basiswert um eine Einheit steigt oder fällt. Und Delta 0,5 bedeutet, absolut verändert sich der Optionspreis um 0,5. Die Call-Option steigt also von 1 Euro auf 1,50 Euro, wenn die Lufthansa-Aktie von 26 Euro auf 27 Euro steigt. Delta.
haben wir gerade besprochen. Jetzt kommt das Theta. Das Theta gibt dann, wenn sich der, wie stark sich der Optionspreis verändert, wenn sich die Options, wenn sich die Restlaufzeit um einen Tag reduziert. Vor allem als Stillhalter ist es für uns natürlich auch interessant, da kann man sich richtig freuen. Wenn man ein hohes Theta hat, dann kann man jeden Tag zugucken, wie man als Stillhalter Geld gewonnen hat. Man hat ein Stillhaltergeschäft getätigt und die Option, die man verkauft hat, wird jeden Tag weniger wert. Ist eine tolle Sache. Ich habe auch hier ein Beispiel. Der DAX notiert bei 11.500 Punkten. Eine Put-Option mit Ausübungspreis 11.800 Punkte und eine Restlaufzeit von 20 Tagen notiert bei 400 Euro. Der innere Wert beträgt folglich 300 Euro und der Zeitwert 100 Euro. Das Theta beträgt 5. Das Theta von 5 bedeutet ganz einfach, das Theta beträgt minus 5. Morgen wird die Put-Option, wenn alle anderen Faktoren konstant bleiben, also wenn die Aktie auf dem gleichen Preis notiert wie heute. Die Aktie verändert sich im Preis also gar nicht bei diesem Szenario. Wenn alle anderen Faktoren konstant bleiben, wird die Put-Option von 400 Euro auf 395 Euro fallen. Der Zeitwert ist kleiner geworden. Und das bedeutet das Theta. Das Theta gibt an, wie stark sich der Optionspreis verändert, wenn sich die Restlaufzeit um einen Tag reduziert. Kommen wir zum Vega. Das Vega gibt an, welchen Einfluss die erwartete Volatilität auf den Preis einer Option hat. Je höher die Volatilität ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass auch weit entfernte Strike-Preise erreicht werden. Optionsprämien werden darum größer, wenn sich die erwartete Volatilität erhöht. In der Praxis erhöht sich die erwartete Volatilität auch dann, wenn die Märkte einfach volatiler werden. Konkret gibt das Vega an, um welchen absoluten Betrag die Optionsprämie steigt, wenn die Volatilität um einen Prozentpunkt zunimmt. Ich habe auch hier ein Beispiel. Eine Call-Option auf den DAX wird mit einer Volatilität von 24,5% bewertet und notiert bei 140 Euro. Das Vega beträgt 10. Wenn nun die erwartete Volatilität, die implizite Volatilität, nennt man das auch, um 1% auf 25,5% ansteigt, dann würde der Wert der Call-Option auf 150 Euro zulegen. Das gibt das Vega an. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, dass Stillhalterpositionen natürlich immer dann großen Spaß machen können, wenn die Volatilität und die implizite Volatilität hoch sind. Das heißt, die Optionen werden teuer gepreist. Ich kann eine hohe Optionsprämie als Stillhalter kassieren. Also, das waren die drei Griechen, die ich vorstellen wollte. Gucken wir uns noch an, wie die sich entwickeln, wann die am größten sind. Das Vega ist dann am größten. Hier auf der Y-Achse steht das Vega. Wenn die Aktie in Nähe des Strike-Preises notiert, dann ist das Vega am höchsten. Je weiter wir vom Strike-Preis weggehen, desto geringer wird das Vega. Dieses Phänomen haben wir auch beim Theta. Hier auf der Y-Achse steht das Theta. Wenn wir am Strike-Preis sind, ist das Theta hoch. Sprich, der Zeitwertverlust ist am größten, wenn wir Optionen at the money kaufen. Je weiter eine Aktie von ihrem Strike-Preis entfernt notiert, desto geringer wird das Theta. Prägen Sie sich diese Kurven einfach ein. Dann hat man es relativ schnell im Blick. Im Delta ist es hier ein bisschen anders.
So, warum haben wir die Griechen gebraucht? Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Optionen. Es gibt nur vier Grundpositionen. Es gibt diese vier Grundpositionen. Ich zeige es nochmal. Die Bewertung von Optionen am Verfallstagende ist einfach. Hier kann man diese ganz einfachen Auszahlungsdiagramme machen. Wenn man eine Option während der Laufzeit bewerten möchte, braucht man einen effizienten Markt, wie wir ihn hier haben. Dann sieht man einfach, was eine Option kostet. Oder man braucht eine Formel wie das Black-Scholes-Formula. Mit dieser Formel kann man den Preis einer Option während der Laufzeit bewerten. Aus dieser Black-Scholes-Formel lassen sich die Griechen ableiten, die einen ganz praktischen Nutzen haben. Ich sehe sofort, wie hoch der Verlust der Option sein wird, wenn einfach ein Tag voranschreitet. Wie schnell der Zeitwert, wie schnell die Aktie, die Option an Zeitwert verliert. Also, um ganz einfache Szenarien abzuschätzen, dafür gibt es die Griechen. Das waren jetzt die grundlegenden Begriffe über Optionen und Hinweise zur Optionsbewertung. Sprechen wir nun über Optionsstrategien. Ich möchte auch hier eine Zusammenfassung geben. Optionsstrategien entstehen, wenn man auf einen Basiswert, sprich eine Aktie, Optionen mit unterschiedlichen Strikes und Laufzeiten kauft. Die Auszahlungsdiagramme von Optionsstrategien lassen sich ganz einfach ermitteln. Und zwar, indem wir die Grundpositionen nehmen, aus denen die Optionsstrategie gebaut wird und dann einfach die Y-Werte der Auszahlungsprofile aufeinander aufaddieren. Ich möchte das mal an diesem einfachen Beispiel zeigen. Ein Long Straddle ist eine Kombination aus einem Long Call, die blaue Linie, hier sehen Sie das Auszahlungsprofil eines Long Calls und eines Long Puts mit dem Auszahlungsprofil der orangenen Linie. Ich kaufe also einen Long Call und einen Long Put mit dem gleichen Strike-Preis. Warum sollte ich das tun? Um zu dem Auszahlungsprofil zu gelangen, das man hier in der grauen Linie beschrieben sieht. Man sieht hier sofort, ich spekuliere damit, dass sich die Aktie stark bewegt, egal in welche Richtung. Ich verdiene viel Geld, wenn die Aktie bis zum Verfallstagende unter 90 Euro gefallen ist oder wenn sie über 110 Euro gestiegen ist. Mit einem Long Straddle spekuliere ich also auf eine starke Bewegung im Basiswert. Und das erreiche ich dadurch, indem ich einen Long Call und einen Long Put kaufe. Und hier sieht man sehr schön, alle Optionsstrategien werden aus diesen vier Grundpositionen am Optionsmarkt gebaut. Genau, hier habe ich es auch nochmal hingeschrieben. Mit einem Long Straddle setzt der Trader auf eine starke Kursbewegung des Basiswertes. In welche Richtung ist egal. Wichtig ist, dass sich der Basiswert in eine Richtung deutlich bewegt. Wie mache ich das? Ich kaufe Call- und Put-Optionen mit dem gleichen Strike-Preis. Und hier so ist eine solche Simulation jetzt für eine Aktie, wo man mal sieht, was hier ein Straddle auf Facebook gekostet hat. Und zwar in dem Fall 1.091 Euro. Hier sieht man die Break-Even-Punkte, ab wann mein Straddle am Laufzeitende im Gewinn war. Und hier sieht man das Gewinnprofil. Man sieht hier, ich verdiene dann, wenn sich die Aktie stark bewegt.
Wenn es zu einer Bewegung von minus 30% oder plus 30% kommt, habe ich einen Gewinn von annähernd 4.000 US-Dollar bei 1.000 US-Dollar Einsatz. Also mit einem Long Straddle kann ich auf starke Bewegungen spekulieren und wenn diese eintreten, dann kann ich sehr schöne Auszahlungsprofile damit erreichen. Bei einem Short Straddle mache ich das Gegenteil. Beim Short Straddle verkaufe ich eine Call und eine Put Option auf einem Basiswert mit dem gleichen Ausübungspreis. Und mit einem Short Straddle spekuliere ich auf wenig Bewegung im Basiswert. Ich vereinnahme eine Optionsprämie und habe dann einen Vorteil, wenn die Optionen wertlos verfallen. Hier ist mal ein Short Straddle auf Facebook. Ich vereinnahme, indem ich die Calls und Puts verkaufe, 1071 US-Dollar Gewinn. Hier ist mein Break-Even-Point. Solange ich mich in dieser Break-Even-Zone befinde, ich markiere die mal. Hier sind die Schranken. Hier ist meine Break-Even-Zone. Hier ist meine Gewinnzone. Solange der Kurs in diesem Bereich bleibt, am Laufzeitende kann ich einen Gewinn realisieren. Ich realisiere einen Verlust, wenn die Aktie in eine Richtung sich stark bewegt. Das heißt, mit einem Short Straddle spekuliere ich auf eine Seitwärtsbewegung und solange die Seitwärtsbewegung eintritt, kann ich mit den Optionsprämien ein positives Ergebnis erzielen. Short Straddle. Wenn die Aktien hohe Volatilitäten haben, dann sind diese Short Straddles, können richtig, richtig lukrativ sein. Hier mal ein Beispiel von Amazon, wo ein Short Straddle 11.799 US-Dollar Gewinn sofort gegeben hat. Wenn die Aktie in der Preiszone 1.327 bis 1.562 bleibt. Man hat hier eine Option, die ist immer auf 100 Aktien normiert. Weil Amazon zu teuer ist, sind hier dann auch die vereinnahmenden Prämien sehr, sehr hoch. Long Strangle. Ein Long Strangle ist eigentlich fast das gleiche wie ein Long Straddle. Man spekuliert mit dieser Strategie auf eine starke Bewegung im Basiswert. Aber anders als beim Long Straddle kaufe ich einen Call, einen Put mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Hier. Ich habe hier einen Call mit dem Strike-Preis hier, sieht man sofort am Chart. Und ich kaufe einen Put mit einem Ausübungspreis hier. Das führt dazu, dass mein Auszahlungsprofil keine Spitze hat, wie beim Straddle, sondern es gibt einen Preisbereich, wenn die Aktie hier landet am Verfallstag, ist mein Gewinn immer gleich hoch. Long Strangle, ähnlich wie der Straddle. Hier ein Long Strangle auf Coca-Cola. Wenn die Aktie sich stark bewegt, dann verdiene ich mein Geld. Short Strangle ist auch hier das Gegenteil. Short Strangle ist ein Stillhaltergeschäft. Ich spekuliere auf wenig Bewegung der Position. Ich verkaufe auch hier eine identische Anzahl von Call- und Put-Optionen, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Hier erkennt man wieder sofort die Strike-Preise. Ich habe einen Short-Put und einen Short-Call. Ich verdiene Geld, indem ich diese Optionen verkaufe. Ich kassiere mein Geld und darf dieses Geld behalten, solange die Aktie, hier ist der Break-Even-Point, solange die Aktie am Laufzeitende in diesem Korridor sich befindet, habe ich Geld verdient.
dann verfallen die Optionen nämlich wertlos. Und wenn ich sie verkauft habe, kann ich nicht, nicht beide Optionen fallen für wertlos, aber eine. Und dann kann ich mein Geld, kann ich viel Geld behalten und je nachdem, wo der Kurs steht, weniger Geld behalten. So, ich habe ganz viele Beispiele in der PDF, können sich alles in Ruhe angucken. Kommen wir beim Überblick über die Strategie der Spreads. Oliver hat vorher im Options-Trading-Room ja einen Bull-Call-Spread auf Protolabs gehandelt, gekauft. Was ist ein Bull-Call-Spread? Wir spekulieren damit auf steigende Kurse im Basiswert, indem wir einen Call kaufen. Und um den Kauf dieses Calls zu verbilligen, verkaufen wir noch einen Call mit einem höheren Strike-Preis. Wie das aussieht, sieht man ganz einfach hier an diesem Auszahlungsprofil. Ich habe hier, ich kaufe einen Call, man zieht hier das Auszahlungsprofil eines Long Calls. Sie müssen die vier Grundpositionen ja immer im Kopf haben. Hier erkennen Sie einen Long Call. Ich zahle Geld, 200 Euro, beziehungsweise sagen wir 300 Euro, dann habe ich einen Long Call. Wenn ich 300 Euro bezahlt habe und diesen Einkaufspreis reduzieren möchte, verkaufe ich einen Short Call. Dafür bekomme ich Geld, mein Geld, das ich insgesamt für diese Strategie bezahlen muss, reduziert sich. Ich beschränke mich in meinen Kursgewinn, die ich maximal verdienen kann. Dann habe ich folgendes Auszahlungsprofil. Wenn die Aktie steigt, verdiene ich Geld, aber wenn die Aktie noch weiter steigt, verdiene ich irgendwann nichts mehr mit. Aber wir haben heute im Trading Room ja diesen Bull Call Spread auf Protolabs und da hat man gesehen, so unattraktiv sind die gar nicht. Das sieht hier so symmetrisch aus. Man bekommt das schon besser hin, dass man wenig Geld bezahlt, man hat eine schöne Call-Möglichkeit, verdient mit und irgendwann beschränkt man sich halt auf weitere Anstiege, aber man kann da schöne Bewegungen schon mitnehmen. Hier ist mal ein solcher Bull Call Spread in der TWS. Der mir jetzt persönlich aber nicht so gut gefällt. Kommen wir zum Bull-Put-Spread. Damit Sie bei diesen Spreads nicht durcheinander kommen, ein ganz einfacher Tipp. In welche Richtung Sie spekulieren, steht hier beim ersten Wort. Bull. Ich spekuliere auf einen moderat ansteigenden Basiswert. Wie ich das mache, mit welcher Art von Optionsgeschäft, steht hier mit Puts. Ich spekuliere auf einen moderat ansteigenden Basiswert mit Puts. Und wie mache ich das? Wie soll das gehen? Fragt man sich natürlich. Wie kann man auf steigende Kurse spekulieren mit Puts? Und zwar folgendermaßen. Der Trader kauft eine Put-Option, die aus dem Geld liegt, und verkauft eine Put-Option mit einem höheren Ausübungspreis, die im Geld liegt. Ich verkaufe eine Put-Option mit höherem Ausübungspreis. Was erkenne ich hier sofort? Ich erkenne hier sofort meinen Short-Put. Das ist das Auszahlungsprofil eines Short-Puts. Denken Sie an die Warren Buffett-Strategie. Ich verdiene Geld. Gehe die Verpflichtung ein, eine Aktie abzunehmen, hier zu 43 US-Dollar. Theoretisch, wenn ich die Aktie nicht mit Cash kaufen möchte, kann dann mein Verlust immer größer und größer und größer werden. Und um hier das Verlustrisiko zu senken, kaufe ich noch eine Put-Option. Und jetzt überlagern sich die Auszahlungsprofile meines Short-Puts mit dem Auszahlungsprofil eines Long-Puts und darum wird das quasi egalisiert. Das ist ein Bull-Put-Spread. So kann ich profitieren, wenn ich von einem moderat steigenden Basiswert ausgehe. Ich kassiere sofort die Prämie und reduziere mein Verlustrisiko. Kommen wir zum Bear-Call-Spread.
Also, was haben wir gerade gelernt? Beim Beer Core Spread, worauf spekuliere ich? Ich spekuliere auf einen leicht rückläufigen Aktienkurs. Wie mache ich das? Sagen Sie es. Mit welcher Art von Optionen spekuliere ich auf diesen leicht rückläufigen Aktienkurs? Ich mache das mit Calls. Und jetzt zeige ich, jetzt schauen wir uns an, wie das geht. Der Trader kauft eine Call-Option zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkauft die gleiche Anzahl von Call-Optionen mit einem niedrigen Ausübungspreis. Hier sieht man wieder das Auszahlungsprofil von einem Short Call. Ich kassiere Geld, indem ich die Verpflichtung eingehe, eine Aktie zu liefern. Ich kassiere erst einmal Geld. Und darum ist es gut für mich, wenn die Aktie gleich bleibt oder fällt. Wenn die Aktie steigt, fängt diese Short Call Position an, gegen mich zu laufen. Und um meine potenziellen Verluste zu reduzieren, kaufe ich noch eine Call Option mit einem höheren Ausübungspreis. Und die reduziert mein Risiko. Beer Call Spread. Beer Put Spread. Auch hier wieder ganz einfach. In welche Richtung möchte ich spekulieren? In die bärische Richtung. Ich gehe von einem leicht rückläufigen Aktienkurs aus. Dieses Szenario kann ich auch mit zwei Puts umsetzen. Ich kaufe eine Put-Option mit hohem Ausübungspreis. Hier kaufe ich die Put-Option mit einem hohen Ausübungspreis. Long Put. Ich verdiene, wenn eine Aktie fällt. Und jetzt finanziere ich mir oder vergünstige ich mir den Kauf dieser Put-Option, indem ich eine andere Put-Option verkaufe. Dafür bekomme ich Geld, ich kassiere eine Prämie. Und dadurch steigt oder dadurch sinkt mein Kaufpreis dieser gesamten Strategie. Das ist ein Beer Put Spread. Ich verbillige auch hier mir den Einstieg in meine Put-Option, aber verzichte dafür auf einen möglichen Teil des Gewinns. Beer Put Spread. Den hatten wir schon, gell? Genau, den Beer Call Spread. Da haben wir heute im Optionsroom eine schöne Kombination gehandelt.